Willkommen zu meinem Talk über WordPress-Verwalten mit Composer und Git. Vorab will ich sagen, es wird keine Einführung in Git sein. Also ich gehe davon aus, dass die Leute Git kennen. Ich werde nur darauf eingehen, wie man es mit Composer kombiniert. Frage bitte am Anschluss, weil ich weiß nicht, ob ich schnell genug durch meine Folien kommen werde. Erstmal zu mir. Mein Name ist Walter Ebert, ich bin freier Webentwickler aus Frankfurt am Main. Und ich werde später auch die Folien auf SlideShare hochladen. Und ich mache WordPress. Wenn man das WordPress nutzt, dann hat man natürlich immer, wenn man am Projekt arbeitet, dass man Plugins installiert, man entwickelt, man probiert ein paar Sachen aus, dann hat man immer das Problem, welche Plugins habe ich jetzt installiert und nicht. Und wenn man halt auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet, die auch am Projekt arbeiten und daran entwickeln, dass man halt irgendwie austauschen muss von, welche Plugins verwenden wir jetzt und welche nicht. Vorteil, dass man explizit sagt, was aktiv ist, was nicht, weil es passiert auch mal, dass man irgendwie ein Plugin installiert, mal ausprobiert und dann später nicht mehr weiß von, brauche ich das jetzt oder brauche ich das nicht. Ich habe es mal getestet und mit Composer kann man halt sagen, welche Abhängigkeiten man hat. Natürlich, wenn man Plugins installiert, es gibt ja immer ständig Aktualisierungen. Yoast SEO ist so ein Plugin, wo ganz viele Updates kommen. Und dann muss man auch wissen, welche Version habe ich jetzt in Produktion installiert und mit welcher Version arbeite ich jetzt in der Entwicklung. Composer kann da halt Abhilfe leisten. Composer ist ein Dependency Manager, wie sie es selber nennen. Es ist eigentlich so das Standard-Tool in der PHP-Welt geworden, um halt PHP-Komponenten zu verwalten und zu installieren. Und das kann man auch für WordPress nutzen. Installation ist eigentlich ganz einfach. Man lädt sich den Installer runter, führt den Installer aus und sagt, wo man Composer hin installieren will. Ich mache es immer so, dass ich es so installiere, dass ich es über eine Kommandozeile überall aufrufen kann und das halt global verfügbar ist. Kann jeder selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Man kann es auch pro Projekt machen, aber ich benutze halt immer die neueste Composer-Version und das will ich halt auch global haben. Wenn man es einmal installiert hat, sollte man eigentlich ständig aktualisieren. Es gibt jetzt die Version 1.0, also ist jetzt stable. Composer Self-Update aktualisiert halt Composer. Das ist jetzt die stable Version. Es gibt jetzt Varianten, dass man auch die Preview-Version oder ein Snapshot, also Snapshot heißt der aktuellste Stand, sich installieren lassen kann. Ist mehr so für Leute, die auch am Composer mitarbeiten, um das halt zu testen oder die neuesten Funktionen brauchen. Pakete installieren geht eigentlich ganz einfach. Composer ist halt ein Kommandozeilentool. Wenn man sagt Composer require und das ist halt das Paket, was man installieren will. Gibt halt so eine Konvention, dass man einen Vendor-Namen hat und dann einen Paketnamen. Man kann zum Beispiel eine WP CLI installieren auf der Art. Das wird automatisch die stabile Version installiert. Man kann auch die Entwicklungsversion, das heißt Dev Master, installieren. Das braucht man im Moment bei WP CLI, weil die funktioniert nicht mit Composer 1.0, die will Composer 1 Alpha haben. An die in Dev Master ist das jetzt gefixt, also ist eigentlich die Ausnahme, dass man den Master-Version benutzt. Alle Pakete, die in Composer verfügbar sein, kann man auf packages.org finden. Also wenn man ein Paket sucht, kann man da suchen und dann wird auch angezeigt, wie der Vendor-Name und Paketname ist. Wenn man Composer ausführt, werden ein paar Sachen installiert.
Das erste, was er macht, ist einen Composer JSON erstellen. Da drin steht, welche Pakete man definiert hat. Und die kann man auch bearbeiten später. Composer Log sagt, welche Pakete installiert wurden auch in, und in welcher Version. Das sind auch die Sachen, die man später in Git beide mitnehmen sollte. Und Fender ist halt das Verzeichnis, wo alle Pakete installiert werden. Das ist halt Standard Fender, man kann es auch umbenennen, wenn man will, aber ich benutze immer den Standard. Ja, die Composer.json ist halt, wie Name sagen, eine JSON-Datei, wo man die Pakete definiert. Ich benutze eigentlich immer in der JSON-Datei, um Sachen zu installieren. Man hat so ein Basis-Setup, die man in Composer JSON definiert, die ich dann immer für Projekte verwende. Und dann halt eine Abwandlung machen von, für jedes Projekt. Und das sollte man nutzen. Wenn man einmal ein Composer JSON hat, kann man über Composer Install dann alle Pakete installieren, die da definiert sind. Man liest die Composer JSON aus, ist nicht die ganze Wahrheit. Es wird erst geguckt, ob es eine Composer Log-Datei gibt. Und wenn es die gibt, wird die genommen beim Composer Install. Und wenn es die nicht gibt, wird die Composer JSON genommen. Was man auch noch machen kann, ist an der Stelle schon einen eigenen Workflow bereitstellen. Man kann sagen, Composer Install no dev. Heißt, dass man nur die Pakete installiert, die im Require definiert sind und die Entwicklungspakete nicht installiert. Also kann man für Produktion und Entwicklungsstand unterschiedliche Pakete installieren. Bei Entwicklung, dass man halt oft halt so Test-Tools mit installiert, also PHP-Unit oder dass man halt den Coding-Standard installiert, weil ja jeder macht ja Unit-Tests und programmiert gegen den WordPress-Standard, hoffentlich. Was man noch machen kann, ist ein Minus O zu nutzen, das heißt, dass den Autoloader von Composer optimiert erstellt wird. Das bringt einen Performance-Gewinn von ungefähr 10% in Produktion. Bei WordPress ist das nicht so dringend, weil WordPress halt nicht mit Composer arbeitet und den Autoloader auch nicht nutzt. Das bringt nur viel, wenn man ganz viele PHP-Pakete nutzt. Ja, wenn man Änderungen in Composer JSON macht, kann man die Änderungen übernehmen und über ein Composer Update. Bei Composer Update werden auch immer die neueste Versionen genommen, die definiert sind. Man kann auch Dry Run machen, um zu sehen, was neu geladen wird, wenn man nicht sicher ist, dass der Composer irgendwie komische Sachen lädt. Und man auch, kann auch explizit sagen, von bestimmten Paketen nur aktualisieren, weil man zum Beispiel ein Security-Update für ein Plugin oder ein Paket hat und dass man nur die Variante nutzen will. Bei Composer ist es halt so, dass man meistens irgendwie PHP-Bibliotheken installiert, aber es gibt auch die Möglichkeit, halt Kommandozeilenprogramme zu installieren, wie WPCLI. Die werden dann halt im Verzeichnis Fender Bin abgelegt. Ich nutze gerne die WPCLI, die installiere ich eigentlich bei jedem Projekt mit, weil in Composer kann man auch Skripte ausführen. Und das ist insbesondere interessant, wenn man Composer benutzt, um Updates zu machen. Und man kann halt die Skripte-Definition nutzen, um WPCLI auszuführen, um zum Beispiel die Datenbank zu aktualisieren, wenn eine neue WordPress-Version rausgekommen ist und in der Datenbank Schema was geändert wurde. Oder wenn neue Übersetzungen da sind, dass man das automatisch, wenn man Composer Update macht, dass automatisch WPCLI aufgerufen wird, um da die Updates zu ziehen. In Composer kann man auch Versionen definieren.
Man hat das erste ist halt ein Astgerät, das heißt halt, dass man immer die neueste stabile Version installiert. Man kann auch explizit sagen, welche Version man haben will. Man kann auch so das Carrot-Symbol, ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch, wie das auf Deutsch heißt. Das definiert man, dass man halt in diesem Beispiel 0.22.0 oder neuer, aber alles, was dann unter 1.0 noch ist, beim Tildezeichen ist es, wird es etwas detaillierter gemacht, und das heißt, alles, was unter 0.23 läuft. Man kann auch kleiner oder größer Zeichen nutzen oder halt auch zum Beispiel Dev Master, wenn man den aktuellen Entwicklungsstand nutzen will. Die beste Version oder die kleiner und größer Zeichen und Dev Master sollte man eigentlich vermeiden. Das sind halt die Punkte, die man so Standard nutzen sollte. Wichtiger Punkt bei Compose ist, dass es die semantische Versionierung nutzt. Das heißt, eine Versionsnummer sagt was aus, über was in der Software oder in der Bibliothek gemacht wird. Die Patch-Version heißt, da werden halt Sachen gefixt, aber kommen keine neue Funktionen. Meine Version heißt halt, dass alte Funktionen beibehalten bleiben, aber es gibt dann weitere neue Versionen, und Major-Versionsnummer heißt halt, dass sich Funktionalität ändert und dass die Kompatibilität nicht mehr gegeben ist. WordPress nutzt keine semantische Versionierung, nicht komplett. Also WordPress Core selber hat nur Patch-Versionnummer, und in meiner Version, Major-Version gibt es bei WordPress nicht, weil alles ist rückwärts kompatibel. Es werden halt Funktionen deprecated, aber nicht komplett abgeschalten. Bei Plugins ist das anders. Da kann man irgendwie eine Versionsnummer nehmen, wie man will. Und das ändert sich auch manchmal. Da muss man halt drauf achten, wenn man bestimmte Plugins nutzt. Man kann auch nicht nur PHP-Bibliotheken installieren, man kann auch definieren, welche PHP-Version genutzt werden soll. Hier ist 5.3.2 ist die älteste Version, die von Composer unterstützt wird. Natürlich WordPress funktioniert auch mit 5.2, aber Composer Standard nicht. Und man kann auch zum Beispiel PHP-Extensions definieren, die benötigt werden, zum Beispiel hier die GD-Bibliothek, die für die Medienverwaltung genutzt wird. Ja, manchmal ist es halt so, dass Bibliotheken nicht in Stable-Version freigegeben wurden. Da muss man halt die Entwicklungsversion nutzen, und das muss man halt definieren, damit Composer die Version auch installiert, sonst macht er das nicht. Natürlich sind hier WordCamp, man will natürlich WordPress installieren. Composer wird nicht offiziell unterstützt vom WordPress-Projekt. Hier hat John Block ein Composer-Repository bereitgestellt, wo 1:1 WordPress übernommen wird. Und über sein Paket kann man halt dann WordPress installieren. Ich glaube, dass er das händisch macht. Also es kann sein, wenn die neueste Version raus ist, dass es irgendwie ein paar Stunden dauert, bis die in Composer verfügbar sind. Was man machen sollte, ist ein eigenes Verzeichnis definieren für WordPress. Ansonsten wird Standard im Fender-Verzeichnis installiert. Und Fender wird eigentlich üblicherweise komplett außerhalb der Document-Routes genutzt, damit es nicht erreichbar sind, weil das halt meist Bibliotheken sind, die man nicht öffentlich aufrufbar haben will. Nacktes WordPress ist natürlich langweilig. Man will natürlich auch Plugins und Themes installieren. Es gibt das wppackages.org. Da werden alle Plugins und Themes, die auf WordPress.org verfügbar sind, als Composer-Paket zur Verfügung gestellt. Da kann es auch halt sein, dass es nicht die neue Version nicht direkt verfügbar sind. Also muss man auch ein bisschen
gucken, dass das Ganze auch mit ein paar Stunden Verspätung verfügbar ist. Besonderheit mit den ganzen Plugins und Themes, dass man das getrennt macht von den WordPress Core, weil es ist halt so, wenn ein WordPress Update kommt, wird erstmal alles gelöscht und dann die aktuellen Pakete installiert. Das heißt dann, wenn man Plugins installiert hat im WordPress-Verzeichnis und man kriegt ein WordPress-Update, dass erstmal alles gelöscht wird und die Plugins sind dann halt auch weg. Deswegen sollte das in einem separaten Verzeichnis gemacht werden. Das hat mir am Anfang ist mir das passiert und dann habe ich erstmal gedacht, warum sind die Plugins jetzt weg? Das ist halt der Grund und man kann es halt definieren, wo es installiert wird. Natürlich, wenn man die Struktur ändert, muss man das WordPress Bescheid geben, dass sich die Struktur geändert hat. Das macht man halt über Konstanten wie wp-home, site-url, content-url und content-der, damit man halt sagt, wo die Startseite liegt, wo WordPress Core liegt und wo die ganzen Content-Sachen liegen. Wenn man Composer nutzt, kann man auch das Auto-Loading nutzen, aber das braucht man nur, wenn man tatsächlich PHP-Pakete da nutzt. Also optional. Wenn man Composer nutzt, um alles zu verwalten, sollte man Disallow File Mods auf True setzen. Heißt, dass im Backend man keine Aktualisieren mehr machen kann, weil man das über Composer macht. Man kann Composer auch halt so nutzen, um es zu installieren. Und dann, dass man es danach, halt wie man gewohnt ist, halt über das Backend eine Aktualisierung machen, muss man natürlich gucken, was man machen will. Man muss natürlich einen neuen Index PHP haben, um zu sagen, wo das WordPress Core liegt. Dann hat man halt so eine Struktur, wo alles liegt. Man kann natürlich auch sagen, dass man es anders machen will. Manche sagen von WP-Content will ich nicht, weil das ist ja Standard WordPress. Wegen Sicherheit wollen sie einen anderen Namen haben. WP ist irgendwie so das Übliche, aber manchen ist halt der App oder CMS. Das kann man halt frei wählen. Und das Fender-Verzeichnis, ich behalte immer den Standard bei. Es gibt auch viele Leute, die das im WP-Content-Verzeichnis legen. Ich mache das halt nicht, weil das Fender-Verzeichnis eigentlich nicht erreichbar sein sollte. Wenn man Composer nutzt, um seine Webseite zu verwalten, kann man auch für die Sicherheit noch was Extras tun. Man kann die Dateirechte halt über zwei Benutzer verteilen, einmal den Webserver-Benutzer, das hier www.data ist und im Prinzip braucht nur das Uploads-Verzeichnis Schreibrechte für den Webserver. Die anderen Verzeichen kann man dann über den SSH-User verwalten, aktualisieren. Vorteil ist halt, dass WordPress selber da nicht schreiben kann, weil es einen anderen Benutzer gehört, also wird man weniger schnell gehackt, weil WordPress halt in den Verzeichnissen, Plugins und Theme-Verzeichnissen nicht schreiben darf. Natürlich, es gibt so Standardpakete, aber bei jedem Projekt ist es ja üblich, dass man auch selber Sachen programmiert. Das kann man halt auch über Composer abdecken, dass man halt Git-Repository definiert und sagt, von da liegt mein Plugin und binde das über Composer ein. Man kann auch kommerzielle Pakete einbinden, da muss halt das Plugin halt erreichbar sein über eine URL, hier zum Beispiel Advanced Custom Fields Pro, da muss man halt seine Lizenzschlüssel eingeben und dann kann man das direkt über Composer einbinden. Das machen nicht alle kommerziellen Anbieter. Bei Advanced Custom Fields Pro hatte man das Problem, dass es nur über HTTP erreichbar ist. Der Standard ist Composer, das HTTPS, also muss man abschalten. Die arbeiten dran, hoffentlich schnell, aber wenn man es nicht öffentlich aufrufen kann, dann muss man halt ein eigenes Composer-Repository erstellen. Das geht mit SATIS, das ist ein Kommandozeilenprogramm, die
wo man die Pakete definieren kann und der generiert dann händisch so ein Repository. Wenn man es etwas komfortabel haben will, kann man einen Torrent-Proxy nehmen, der macht alles automatisch. Ist für persönliche Nutzung kostenlos. Die kommerzielle Nutzung muss man eine Lizenz kaufen. Mit Torrent Proxy wird auch das Hosting von Packages bezahlt und die Entwicklung von Composer. Also es hilft das Projekt auch weiter, wenn man da eine Lizenz kauft. Da kann man gucken, nämlich so ein Proxy, dass sich alle Pakete über einen Proxy laufen lassen oder nicht. Man definiert halt so ein Composer-Repository und man sagt Packages false, das heißt, dass man Packages, das Standard-Repository ist komplett ausschalten, alles über das Repository laufen lässt. Vorteil von so einem Repository ist, dass da man auch eigene Pakete da einbinden kann und alles dann halt über eine URL im Prinzip erreichbar ist. Wenn man ganz viele Pakete hat, dann kann es natürlich passieren, dass es immer langsamer wird. Hier gibt es ein Paket für Composer, was Prestissimo heißt, das dafür sorgt, dass man Pakete parallel installieren kann und das bringt noch einen Performance-Schub. Ist interessant, wenn man halt ganz viele PHP-Pakete über Composer installiert. Natürlich mit Composer hat man definiert, was wie sein Setup ist und das macht natürlich Sinn, das zu versionieren, weil man halt ständig weiterentwickelt und natürlich seine Änderungen teilen will. Wenn man in einem Team arbeitet, dass jeder irgendwie über Git alles verfolgen kann und alle Änderungen, die eine Person macht, halt auch mitbekommt. Und Composer unterstützt auch Subversion und Mercurial out of the box, aber ich glaube, dass alle Git nutzen. Gibt es Leute, die was anderes nutzen? Ja, okay. Ja, stimmt. WordPress ist dann auf Subversion, obwohl die natürlich auf GitHub jetzt gemirrored werden. Ja, also Git ist irgendwie das Standard-Tool. Ich benutze das immer, die Kommandozeile auf der Git-Webseite stehen auch eine Liste von Clients, die man nutzen kann, wenn man nicht so gerne über die Kommandozeile arbeitet. Muss man mal schauen. Ist natürlich, wenn man Git nutzt, muss man gucken, was wird im Git-Repository eingecheckt. Und im Git-Ignore sagt man halt, was man nicht einchecken will. Und was man nicht einchecken sollte, ist das ganze Vendor-Verzeichnis, weil das sind alle Bibliotheken, die man in Composer halt definiert hat. Und über die Composer-Datei weiß man, was man braucht. Und das braucht man das halt nicht im Git einzuchecken. Was man auch nicht einchecken braucht, ist das ganze WordPress-Core und das ganze Content-Verzeichnis im Prinzip. Die Plugins und Themes sind über Composer definiert und Uploads, also ich kenne keinen, der die Uploads auch in Git eincheckt, weil das ist ja ab da produktiv sein, wenn Sachen hochgeladen und das kriegt man ja eh nicht mit, was da hochgeladen wird. Also das sollte man halt nicht einchecken. Es kann aber sein, dass man halt Composer nimmt, an einem Projekt halt arbeitet und bestimmte Sachen halt im Content-Verzeichnis, Plugins. Ich mache oft, dass ich so Must-Use-Plugins nutze, um für die Seite bestimmte Sachen zu definieren. Man natürlich sagt, von Content-Verzeichnis nicht mitnehmen, kann man nochmal explizit ein Ausrufezeichen halt definieren, so von ja, alles ignorieren, außer das MU, das soll im Git aufgenommen werden. So kann man halt selektiv Sachen auswählen, die Git-Repos, die mitgenommen werden oder nicht. Das ist so der einfachste Weg, um mit Git zu arbeiten. Wenn man Git hat, kann man halt so unterschiedliche Strategien fahren.
Das Einfachste ist, dass man halt einen Dev-Master-Branch hat, also die einzige Branch, die man am Anfang hat. So fängt eigentlich jeder an, so kann man auch arbeiten, dass man halt alle Änderungen in Master-Branch eincheckt und halt so arbeitet. Wenn man alleine arbeitet, ist es eigentlich kein Problem. Wenn man im Team arbeitet, ist natürlich, wenn man klar getrennte Bereich hat, wo jemand arbeitet, dann funktioniert das auch eigentlich ganz gut. Wenn man einen Schritt weiter gehen will, kann man halt Git-Tags nutzen, um bestimmte Versionen zu definieren. Wenn man zum Beispiel ein Paket abgearbeitet hat mit allen Entwicklern, kann man sagen, von jetzt ist eine Version, die wir jetzt releasen, die man dann auch später mit Composer zum Beispiel auschecken kann. Man kann natürlich auch sagen, ich benutze Branches. Branches haben halt einen Vorteil, dass man halt Arbeiten getrennt abarbeiten kann, dass man ein bestimmtes Feature arbeitet oder ein bestimmtes Plugin und wenn die fertig sind, dann halt im Master Branch merged. Und geht es eigentlich egal, ob man lokal Branches macht oder Remote Branches. Man muss halt definieren. Remote Branches haben halt den Vorteil, dass man komplett getrennte Repositories definieren kann. Das heißt auch, dass man mit unterschiedlichen Freiberufler oder unterschiedliche Agenturen arbeiten kann. Und sozusagen, dass man ein Repository nimmt, um die Webseite zu verwalten, ein separates Git-Repository für Theme, dass halt die Frontend-Entwickler und die Designer dran arbeiten und ein separates Repository für Plugins, dass halt die Backend-Entwickler nur am Plugin arbeiten, dass das alles getrennt wird. Vorteil natürlich, wenn man Plugins separat Repository installiert, dass man das auch in anderen Projekten dann einfach wiederverwenden kann. Was manche Leute auch machen, dass man halt die komplette Umgebung in separaten Git-Repos nutzt und so auch so ein Deployment-Workflow macht. Zum Beispiel hat ein Dev-Repository, wo man zum Beispiel jede Änderung automatisch die Tests anstößt, um zu gucken, ob alles noch funktioniert. Dass man halt im Staging-Bereich ein Repository macht, zu gucken, dass der Kunde es freigeben soll und wenn es freigegeben ist, dass man halt als ein Produktionsrepository schiebt, damit man komplett nachverfolgen kann, wie in Produktion der Verlauf war. Man kann natürlich einen Feature-Clone machen, dass man halt, wenn man ein neues Feature, dass man ein komplett eigenes Repository macht. Das ist, was man bei GitHub halt macht. Man hat ein GitHub-Repository, man forkt das Repository und dann macht man einen Pull-Request und muss dann wieder zurück zu mergen. Und das sind halt komplett getrennte Git-Repositories. Da muss man halt gucken, wie man im Team arbeitet, was im Projekt Sinn macht. Ich arbeite meistens halt mit der DevMaster-Struktur, weil ich dann irgendwie alle Änderungen einsammle und das dann einchecke. Ist bei den Designern noch nicht überall so angekommen, mit Git zu arbeiten, weil das irgendwie ungewohnt ist. Deswegen mache ich das meistens dann. Die ganzen Tags, Geschichten sind wichtig, um die Version zu definieren. Mit Git Tag sagt man halt, taggt man die Version und das ist die Version, die Composer auch auswerten kann. Also das ist schon wichtig, dass man sich damit vertraut macht und Composer halt auch so nutzen kann, dass man bestimmte Versionen installieren kann. Was zum Beispiel sinnvoll ist, wenn man sagt von Stage, dass man da eine Version installiert und in Produktion eine andere Version hat, bis der Kunde es freigegeben hat, dass man halt weiß, okay, der Kunde hat die und die Version jetzt freigegeben und die kann ich dann jetzt in Produktion deployen. Was
für Composer auch interessant ist die Git Attributes. Hier hat man Text Auto, das ist irgendwie so eine allgemeine Definition für Entwickler, die halt sagen, manche Entwickler arbeiten mit Windows, andere mit Mac, andere mit Linux. Und das Problem ist halt, dass auf Windows die Zeilenumbrüche anders sind als auf Mac und Linux. Und das ist, damit vermeint man, dass die Zeilenumbrüche jedes Mal bei jeder Änderung alle geändert werden, weil dann hat man irgendwie, wenn man Diff macht, sagt man, wo sind jetzt die Änderungen, und dann die ganze Datei hat sich geändert, weil die Zeilenumbrüche ausgetauscht werden. Das ist halt so ein Ding, wie man vermeiden sollte. Und man kann auch explizit ein Export Ignore definieren. Da kann man halt Sachen sagen, die Composer nicht exportieren soll, wenn er es in Git-Repository auscheckt. Zum Beispiel, ja, wenn man halt ein Plugin installiert über Composer, dann ist die Composer.json Git-Ignore ist nicht relevant für WordPress, weil der macht damit überhaupt nichts. Damit kann man halt definieren, dass das nicht mit installiert wird, wenn man es über Composer installiert. Das ist halt so eine eigene Git-Sache. Was man auch noch machen kann, ist Git-Hooks nutzen. Habe ich selber noch nicht gemacht, aber ist interessant, wenn man so ein Continuous Delivery Workflow machen will. Mit Git-Hooks kann man halt sagen, wenn etwas in ein Git-Repository gepusht wird, dass automatische Aktionen ausgeführt wird. Das ist interessant, zum Beispiel bei Continuous Integration sagt man, ein Entwickler macht einen Git-Push und dann werden automatisch alle Unit-Tests ausgeführt. Und dann kann man halt sehen, von was da passiert. Man kann sich dann einen Schritt weiter gehen, dass man, wenn man ein Produktions-Repository hat und alle Änderungen werden in das Repository gepusht, dass ein automatisches Deployment gestartet wird. Ist nicht ganz ohne, um sowas aufzusetzen, weil automatisiert heißt auch, es muss funktionieren. Und das muss man halt vorher alles durchtesten. Was da interessant halt ist, wenn man sowas angehen will, hier die 12-Factor-App-Methodologie, sich mal durchzulesen. Das wurde extra entwickelt für Continuous Delivery, weil immer mehr Unternehmen und Projekte sagen, jede Änderung soll komplett automatisch in Produktion gepusht werden. Und das ist halt so eine Methodologie, womit man das machen kann, was ganz hilfreich sein kann, das zu befolgen. Das wurde von Leuten von Heroku entwickelt ursprünglich. Das ist halt so eine Cloud-Lösung, wo Continuous Delivery halt ein wichtiges Thema ist. Wenn man ein WordPress-Projekt starten, gibt es halt Leute, die schon was gemacht haben. Irgendwie Bedrock ist irgendwie das bekannteste Projekt. Die haben also ein Setup, alles vorkonfiguriert, was man nutzen kann. Andreas Heigl hat auch was gemacht, um mit Vagrant automatisch was zu machen. HollowTree ist von Joss Pollack, die Caldera-Forums macht. Das ist eine neue Webseite, der irgendwie aktuell dran arbeitet und der hat das alles veröffentlicht, wie er da das nutzt. Also ist ein Praxisbeispiel. David Zulke hat für Heroku sein WordPress-Startup veröffentlicht. Interessant natürlich, wenn man irgendwie mit Heroku arbeitet. Habe ich keine Erfahrung mit, aber das wäre eine gute Basis. Und letzter Punkt ist halt so ein Setup, was ich mache. Das ist meine Basiskonfiguration, die ich nutze. Und da stehen halt alle Plugins, die ich mal irgendwo eingesetzt habe, weil ich immer vergesse, bei welchem Projekt habe ich jetzt welches Plugin genutzt. Und ne, auch wenn man halt auf WordPress.org sucht, dann findet man irgendwie für jedes Ding irgendwie 20 Plugins. Und dann muss man gucken, welches war es jetzt, was ich für ein bestimmtes Projekt genutzt habe.
ein ganz nettes Feature von Composer ist, dass man halt Projekt definieren kann, dann über Composer Create a Project starten und komplett automatisch ein komplettes WordPress-Setup generiert wird. Kann man auch selber definieren. Bedrock ist halt auf Packages verfügbar. Man kann natürlich sein eigenes Repo erstellen und so einfach sagen, wenn ein neuer Entwickler kommt, von okay, hier ist unser Projekt, gibt das Composer Create Project an einen Projektname und dann wird innerhalb von Minuten wird ein komplettes WordPress-Projekt installiert. Kann man natürlich über Composer Script so weit treiben, wie man will, dass man auch komplette Fragment-Boxen zur Verfügung stellt. Ich mache es meistens noch irgendwie lokal. Und das geht ganz einfach. Man hat eine JSON-Datei, man sagt Type Script und dann kann man halt Composer Create Project nutzen. Und damit bin ich auch am Ende von meinem Vortrag und ich will sagen, ich hoffe, dass es irgendwie interessante Ansätze für euch gegeben hat und dass ihr es nutzen wollt und sagt, legt los. Ich will es, wie gesagt, bei SlideShare hochladen und danke fürs Zuhören. Gibt es Fragen? Ja, die Frage, Anmerkung war, dass Stern, dass es problematisch sein kann. Das ist korrekt, weil man natürlich, wenn man eine Major-Version hat, dann sind halt Änderungen, die nicht kompatibel sind. Im WordPress-Umfeld ist es meistens nicht so problematisch, weil irgendwie alles rückwärts kompatibel ist. Ich mag es halt so, dass ich immer den Asterisk halt nehme für WordPress-Projekte und dann, wenn es irgendwo Probleme gibt, dass ich dann erst eine Version definiere, muss man halt gucken und testen, bei welchen Sachen es Probleme gibt und nur da definiere ich eine Versionsnummer. Das ist halt so, wie ich es mache. Ja, die Frage war, meine Plugins installieren, ob da die Abhängigkeiten mit installiert werden. Die Antwort ist ja, alle Abhängigkeiten werden mit installiert, wenn die halt in der Composer JSON von den Plugins richtig definiert sind. Ich benutze Composer nicht, um Plugins zu entwickeln. Natürlich Leute, die das machen, zum Beispiel Yoast SEO benutzt Composer, um Yoast SEO zu entwickeln. Ich mache das immer händisch und ich definiere meinen Autoloader im Plugin über die SPL Autoloader-Funktion in PHP, das, weil Composer an sich nicht ausgelegt ist, um mit Composer zu arbeiten. Und es gibt ja Diskussionen, dass WordPress mehr mit Composer funktionieren soll, aber das wird irgendwie rückgestellt und ich glaube nicht, dass das irgendwann kommen wird. Also ich benutze das halt auch, um also das Fender-Verzeichnis benutze ich halt, um alle Paketabhängigkeiten da zu installieren und nicht im Plugin, das, wie ich es halt mache. Aber muss man halt gucken, wie die anderen Plugins, die WordPress.org zur Verfügung stellt, wie die das handhaben wollen. Es kann passieren, dass man Konflikte kriegt, weil ein Plugin bestimmte Versionen von Bibliothek benutzt und ein anderes Plugin das gleiche Bibliothek, aber eine andere Version, aber das ist ein, so ein allgemeines Problem
was man mit Composer nicht umgehen kann, weil man zweimal das gleiche Paket nutzt, dann unterschiedliche Versionen. Ja, ganz hinten. Ja. Okay, die Anmerkung war halt, dass ein Get-Attribut, dass man Composer beibehalten kann, um das, den Autoloader das dann alles lesen kann und halt die richtige Version dann installieren kann. Okay. So, danke. Ja. Ja, okay. Ich mache, die Frage war halt, wenn man Plugins installiert, wie man die Aktivierung macht. Ich benutze halt die Composer-Scripts, um über die WP-CLI dann die Plugins zu aktivieren. Aber das mache ich auch nicht immer. Ich habe auch, dass ich halt die Plugins dann installiere, damit ich halt weiß, welche Plugins ich genutzt habe und dann alles halt klassisch über das WordPress-Backend mache. Das ist natürlich abhängig von, wie bei Kunden die Arbeitsweise ist. Ist schon so, wenn man Composer für alles nutzt, dann müssen auch alle Leute wissen, dass man so arbeitet. Und wenn man halt ein paar Leute hat, die so klassisch irgendwie im WordPress-Backend Sachen ändern, kann das halt zu Problemen führen. Also man muss halt dann einen klaren Workflow haben, um alles komplett zu automatisieren. Muss man sich halt im Team absprechen. Okay. Keine Fragen mehr? Also ich benutze Toran-Proxy, um das Problem halt zu vermeiden. Also es kommt vor, dass GitHub manchmal nicht erreichbar ist und dann hat man halt das Problem, wenn es nicht erreichbar ist, dass man es nicht runterladen kann. Also bei den ganzen WordPress-Plugins, die bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die von GitHub oder direkt von WordPress.org über Subversion geladen werden. Ja. Also der ruft es auf und muss natürlich vorher schon mal aufgerufen werden, damit das Paket verfügbar ist. Hat auch den Vorteil, wenn man es halt lokal in der Firma verfügbar hat, dass es auch viel schneller geht, weil man es nicht übers Internet holen muss. Und hat auch irgendwie datenschutzrechtlich noch Vorteile, weil GitHub ja sieht ja jedes Paket, was du dir installierst. Ach so, ja, Punkt, was vielleicht in Deutschland irgendwie so interessant ist. Okay, dann vielen Dank.